Den Typen feiere ich einfach. Mega, mega nice. Hätte ich jetzt nicht schon eine andere Ultimate Team Serie in Planung, würde ich vielleicht mit ihm eine Serie machen. Gradell. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum dritten Spiel in der Alphabet Challenge. Und ja, ihr habt mir unten in die Kommentare geschrieben, tausch Bale mit Di Maria, dann hast du mehr Chemie. Und ihr seht es, sie hat sich erhöht um 3 Punkte. Sehr nice. Vielen Dank an euch. Und ich werde, denke ich mal, den Bale einwechseln in den Sturm hier für Gabbiadini. Gradell, der geht ja mega ab, Leute. Auf jeden Fall suche ich jetzt hier unseren dritten Gegner im Halbfinale, kann man quasi sagen. Ab geht's. So, Schicken FC. Geiler Vereinsname. Wir spielen hier mit dem Barca-Trikot. Mal gucken, was der Gegner für eine Mannschaft hat. Ja, war ja klar, Ronaldo, Dybala in Form, Iniesta, Salah, Valero, Alan, Bonucci, Godin, Basta, Rainer und wie heißt der linke Verteidiger von Deportivo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall linkt er da perfekt mit, okay, was heißt perfekt, aber der linkt halt grün mit CR7, weil er auch Portugiese ist und mal gucken, wie wir uns schlagen. Ich lasse mal die ersten paar Minuten Gabbiadini da vorne drin. Und da hat man gleich schon wieder gesehen, Khedira, das Tier im Mittelfeld. Basta. Basta, Biglia. Ich hätte runterspielen können auf Di Maria. Hätte, Drinkwater. Und jetzt oben. Oben auf Coleman. Gradell. Verliert die Kugel, aber wir bleiben im Ballbesitz. Sammy Khedira. Vorne. Di Maria. Holt den Elfmeter raus. Vierte Spielminute, Leute. Läuft bei uns. Und sowas von. Max Gradell, komm. Oben links. Max Gradell. Oben links. Gradell. Oh yeah. Vierte Spielminute und er trifft wieder, Leute. Den Typen feiere ich einfach. Mega, mega nice. Hätte ich jetzt nicht schon eine andere Ultimate Team Serie in Planung, würde ich vielleicht mit ihm eine Serie machen. Gradell. Was könnte man mit ihm machen? Schreibt mir mal Serienvorschläge unten in die Kommentare. Vielleicht kann man es, ja, am Ende von FIFA 17 noch eine Serie starten oder so. 2 habe ich in Planung. 2 Serien. Da wird die erste jetzt bald losgehen. Und mal gucken. Gradell. Finde ich nice. Hat 4 Sterne Skills. Alles, was man so braucht. Biglia. Nein. Schade, da war die flache Flanke wohl nicht die richtige Entscheidung. Oder die war viel zu weit nach hinten. Drinkwater. Wieder Max Gradell hier mit dem Scoop-Turn. Der geht einfach ab, Leute. Ich feiere den Typen. In die Mitte. Und jetzt müssen wir aufpassen. CR7, Dybala, die sind alle schnell da vorne. Und das müssen wir machen und das müssen wir gut machen. Und wir haben es gut gemacht. Ich würde sagen, ich wechsle gleich mal schon Bale ein, weil wenn ich Bale da vorne drin habe, dann habe ich auch da ein bisschen Pace vorne. Klar, Di Maria, Gradell sind schnell, aber Bale ist doch nochmal um ein Stückchen schneller. Mann, und Bale hat das Ding wahrscheinlich nicht gemacht. Khedira. Drinkwater. Mann, ey, komm, ich will jetzt wechseln hier. Jetzt kommt Bale. Und jetzt fangen wir uns wahrscheinlich das 1:1, weil Gabbiadini nicht das 2:0 gemacht hat. Ups, ich hätte auch Start drücken können. Nein. Valero. Salah. Nein. 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 Jawohl. Dankeschön, Keeper. Dankeschön, René Adler. Wie, der hält was? So, Bale in den Sturm. Und der Rest bleibt so. Ich lass mal René Adler im Kasten. Ich hätte auch Bravo einwechseln können in Form. Ich glaube, der Ball jetzt hier nach vorne müsste perfekter zu Gabbiadini kommen. Sage ich ja. Aber der verliert gleich die Kugel. Ja klar, er läuft von seinen eigenen 16er zu meinem 16er mit Salah, weil Khedira da nicht hinterherkommt. Da kommt keiner hinterher. Boya, Valero und stark verteidigt von Sven Bender da. In der Innenverteidigung. Ich habe schon so in der 25. Minute Bale eingewechselt und jetzt kommt er endlich rein. Beziehungsweise jetzt ist er drin. Bale, da ist er. Eckball für den Gegner.
Und Leute, das finde ich ja, ist das Geile an Footdraft. Man testet mal Spiele aus, die man sonst eigentlich nicht spielen würde. Und 1:1, Mann. Durch einen Eckball. Bonucci. Ja, und wahrscheinlich ist es jetzt das 2:1, Mohamed Salah. Danke, Adler. Danke, René Adler. Oh mein Gott, Mann. Leute, das ist wirklich sowas von... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte hier 2:0 führen können und jetzt steht es 1:1 und sogar noch fast 2:1 für den Gegner, ey. Gabbiadini, das war eine hundertprozentige Chance vorhin. Den hätte er einfach reinmachen müssen. Hat es nicht gemacht. Und jetzt kommt der Gegner immer mehr. Also ich muss hier irgendwie dagegen halten. Ich stelle mal offensiv ein. Weil jetzt hinten reinzurücken, defensiv stellen, ist auch nicht die bessere Wahl. Denn lieber ein bisschen offensiver stehen und selber die Möglichkeiten erarbeiten. Schade, Bale. Ja, Dybala 2:1. Ja, der Gegner ist gut. Muss ich zugeben, der Gegner ist gut, aber das Einzige, was mich hier ankotzt, ich hätte in der ersten Halbzeit 2:0 führen müssen. Hatte zwar da nur die eine Chance, aber die hätte wirklich reingehen müssen. Und jetzt müssen wir probieren, hier das 2:2 zu machen. Die Spiele habe ich ja dafür. Bale, Gradell. Aber es wird definitiv schwierig, weil der Gegner nicht von schlechten Eltern ist, sagen wir es mal so. Eins-drei. Das war's wohl, Leute. Ihr seht auch oben die Schüsse. Ich habe 2 gerade mal und der Gegner 8. Ja. Glücklich. Zuerst habe ich sehr viel Glück, dass der Ball da an den Pfosten geht und dann hat er Glück, dass der Ball dann genau wieder zu ihm springt. Aber es ist halt so, ne? Es ist halt so. Und Challenge-Vorschläge könnt ihr mir jetzt wieder mal unten in die Kommentare schreiben. Zwar habe ich noch sehr viele von den letzten Challenges unten in den Kommentaren zu stehen, aber ihr könnt eigentlich bei jeder Folge Challenge-Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Die sehe ich immer gerne. Dass ich da ein bisschen Auswahl habe, dass ich mir da ein paar aussuchen kann. So, aber noch gebe ich nicht auf, Leute. Noch gebe ich hier nicht auf. Drinkwater, Gradell. Bale. Gareth. Bale. Und wieso kommt dieser Abpraller nicht genau zu mir, dass ich da nochmal raufschießen kann? Dieses Quäntchen Glück fehlt mir hier. Ja, und wieder zack durch. Was ist denn hier mit meiner Innenverteidigung los? Und der Gegner macht es nicht mal. Hätte hier 1:4 führen müssen. Das war so eine Chance, wie ich sie in der ersten Halbzeit hatte mit Gabbiadini. Aber es ist wirklich so typisch FIFA. Erste Halbzeit 1:0 geführt, 2:0 machen müssen und jetzt steht es 1:3 für den Gegner. Soll keine Ausrede sein. Ja, der Gegner ist wirklich stark, muss ich sagen. Naja. Zwei Spiele weit gekommen. Sah so aus, als wenn wir hier ins Finale ziehen und spielen. Aber naja, was nicht ist, ist halt nicht. Bender, Di Maria, Angrill. Di Maria braucht viel zu lange, um den Schuss da auszuführen. Wenn ich jetzt hier noch das 2:3 mache, dann ist es noch möglich. Dann ist es noch möglich. Dann ist es noch möglich. 2:3. Gareth Bale, komm, hol dir den Ball. Und renn nach vorne damit. Und jetzt schlage ich sehr offensiv ein. Nein, renn doch nicht einfach durch. Ja, renn einfach durch und mach das. 2:4. Solche Tore hasse ich, Mann. Ey, das gibt es nicht. Er rennt einfach durch vom Anstoß. Und ich kann nichts dagegen machen.
Castro. Ja, wen soll ich hier noch einwechseln? Ich kann nichts machen hier. 77. Minute. Ich hätte mal die Statistiken zeigen können. Weil der Gegner hat auch mehr Schuss aufs Tor. Punkt. Nee, das ist wieder bitter hier. Ich mach das 2-3. Eine Minute später macht der Gegner 2-4. Jawohl. Ja, Leute, 90. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Und der Gegner spielt erstmal hinten rum. Und bleibt mit Reyna noch stehen. Er führt doch 2-4. Wieso muss er jetzt Zeitspiel machen? Wieso muss man jetzt Zeitspiel machen? Natürlich kontert er jetzt nochmal und macht wahrscheinlich das 2-5. Luisinho, Flanke. Und das, was mich am meisten aufregt, Leute, ich habe 1-0 geführt. Und wenn ich jetzt das 3-4 noch mache, nee, mache ich nicht, wäre es sowas von typisch FIFA. Aber naja, was soll's, Leute. 2-4 verloren. Statistik wird auch besser sein für den Gegner. Khedira, bester Mann. Wer war vor dem Gegner? Der Torhüter? Nein, Dybala, 10-0. Ja, der hat auch alles gemacht. Naja, 4 Schüsse, der Gegner hatte 12 Schüsse aufs Tor. Ich habe ja gesagt, der Gegner hat besser gespielt. Naja, verdient rausgeflogen, damit kann man leben. Aber die Niederlage regt mich trotzdem auf. Weil hätte ich die Dinger gemacht in der ersten Halbzeit. Naja, was soll's. Ich möchte mich jetzt nicht weiter aufregen. 2 Siege, was für Preise bekommen wir hier? Ein Jumbo Premium Gold Pack. Okay, ist ja noch in Ordnung. Vielleicht ziehen wir ja da was irgendeinen Spieler, der was wert sein kann, könnte. Im ersten Pack schon mal nicht. Valencia, Portugal, das ist hier der eine. Cancala, Cancelo, genau. Kann ich aber ablegen. Brauche ich nämlich nicht. Verträge und so weiter kommen in den Verein. Und jetzt noch das Jumbo-Pack. Und vielleicht bekommen wir da ja irgendwas Ordentliches. Nein, scheint nicht so der Fall zu sein. Bertesacker, 27 Tempo. Ein kleiner Pacer hier. Ist der noch was wert? Denke ich eher nicht. Nee, kann ich ablegen. Eigentlich alles hier. Scheiß drauf. Mann, ey. Das ist halt bitter. Wären wir bis ins Finale gekommen, hätten wir deutlich bessere Preise bekommen. Aber was soll's, Leute? Challenge-Wort-Schläge könnt ihr jetzt mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Daumen nach oben freuen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann jetzt hier in der Mitte meinen Kanal kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. An der Seite hier daneben findet ihr nochmal die letzten Videos, die letzten 2 Videos, einmal ein Food Champions Video oder so und die letzte Folge Food Waft oder so. Mal gucken, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.